Moin Leute, wir haben euch gefragt, schickt uns bitte eure Setups, eure Viewer-Setups. Ihr habt sie uns eingereicht, wir schauen die uns jetzt an und bewerten sie mit einer ganz objektiven Bewertung meinerseits und vom Chat. Ein paar Leute haben nur Bilder gesendet, ein paar haben Videos gesendet. Oha. Junge, er hat sogar seinen Twitch-Namen hier oben irgendwie ausgeschnitten, Alter, wie krass. 1, 2, 3, 4, 5 Bildschirme, einen Laptop, eine Facecam, zwei Stühle, Headset mit Katzenohren und er hat hier unten eine Schale für einen Hund, nehme ich an, oder? Mega Setup. Das gibt von mir schon mal eine solide 8 von 10. Abzug wegen dem Headset, ja, das Katzenohren-Headset gibt Abzug. Zum Fick? Was? Ich verstehe es gar nicht. Was? Ich verstehe es nicht. Er pennt da? Der zeltet vorm PC für den Sabaton. Das ist ein unique Setup, Alter. Chat, wie viele Punkte kriegt er von euch? Eindeutig 10. Das ist ein bisschen dunkel leider, ne? Aber er hat zwei Bildschirme. Schöner PC. Überall leuchtet. Natürlich mein Stream offen. Wichtig und richtig. Und er kennt leider nicht so viel. Deswegen kriegt das von mir eine solide 7 oder eine 6 bis 7 von 10. Ich zeige euch heute mein Gaming. Oh! Okay. Und dann fangen wir erstmal direkt mit dem Monitor hier auf der linken Seite an. Das ist ein Iyama G-Master aus der Blackhawk-Reihe. Ist ein sehr schöner Monitor, habe ich mir mal irgendwann über Kleinanzeigen mit so einem Paket dazu bekommen. Ist ein sehr schöner Monitor. Ich habe mir generell sehr viele Teile über Kleinanzeigen geholt. Smart. Und ich habe das nie bereut, weil Kleinanzeigen ist wirklich eine schöne Art, um über gebrauchte Sache nochmal einen neuen Wert zu geben. Junge, er macht eBay-Kleinanzeigen-Werbung. Dann kommen wir zu meinem zweiten Monitor. Das ist ein Samsung Odyssey G5 Monitor, 27:144 Hertz. WQHD-Auflösung ist ein sehr schöner Monitor, ist mein Hauptmonitor zum Zocken und so weiter. Medienmonitor, den ich mir immer irgendwann vor, ich glaube schon fast 7 Jahre her, über Aldi geholt habe. Ist ein sehr schöner Monitor, funktioniert wie am ersten Tag. Was soll man dazu weiter sagen? Ja, da war Placement. Razer Black Widow TE Chroma V2. Hübsche Tastatur. Schon eine relativ ältere Tastatur. Die funktioniert aber auch immer noch wie am ersten Tag. Auch damals über Kleinanzeigen geholt. Dann einmal meine Maus. Geil. Razer DeathAdder V2. Das ist eine gute Maus. Er hat ein LED-Mauspad. Das ist ein Mauspad, was ich mir auch schon vor ganz lange mal geholt habe. Das habe ich mir damals neu gekauft. Kein Scheiß, Mauspads kann halten mir nie lange. Dann kommen wir einmal zu meinem Google Nest Hub, der hier in der Mitte steht. Ein was? Kommen wir einmal zu meinem Google Nest Hub. Nest Hub? Den benutze ich immer ganz gerne, um meine Smart Home Geräte zu steuern und mir einfach die Zeit anzeigen zu lassen, ein paar Wecker stellen. Ey, kein Scheiß, der Moment, wo ich meine eigene Wohnung habe, werde ich alles voller Smart Home ballern, ne? Da freue ich mich so drauf. Ich werde mir auch so ein Ding holen und dann werde ich alles mit diesem Ding steuern. Da freue ich mich so sehr drauf. Hast du schon eine neue Wohnung? Nee, habe ich noch nicht. Der ist geil, Alter. Das ist ein geiles Video. Lasst ein Like da, macht das Plus weg. Schreibt eure Meinung zu dem Setup gerne in die Kommentare. Was mich triggern würde, ist, dass die Bildschirme halt unterschiedlich hoch sind, ne? Ist von mir eine solide 7 von 10. Ab und zu mal Bild, ab und zu mal Video. Wow, das sieht aber auch sehr clean aus. Holy shit. So, er hat Mini-Stream Deck, Facecam, schön aufgestammt auf dem, das ist SCUF-Ding, ne? Das ist ein NZXT-Rechner, ne? Ich glaube, ich habe genau dasselbe Rechner. Schöner Headset-Ständer mit LED unten dran, zwei Plastikpflanzen, zwei Bildschirme, beide gleich hoch, finde ich schon mal sehr befriedigend. Level Up, kleinen Mini-Kühlschrank, auch lässig. Nano-Leafs, mega. Dem Setup gebe ich auch eine 8 von 10. Wenn denn ein bisschen nackig. Ja, er hat halt hier oben diesen großen Bildschirm, das ist halt geil, ne? Und hier könnte man vielleicht noch irgendwas hinstellen, aber ich find's in Ordnung, ich find's clean. Also ich habe auch gerne was an meinen Wänden hängen oder noch ein Regal oder so. So, das ist ein Setup aus dem Kinderzimmer, weil das erkennt man direkt, dass der Typ hier nämlich schläft. Ich würde sagen, das ist ein Setup aus dem Kinderzimmer. So sah es bei mir nämlich damals auch genauso aus, als ich noch daheim gewohnt habe. Boah, die zwei halbvollen Flaschen Mezzomix triggern mich schon ein bisschen, weil ich kenne das. Man macht eine auf und trinkt und dann ist sie aber lauwarm und holt man einfach die zweite und macht sie auf und auch auf und trinkt und dann stehen beide einfach ab. Das ist crazy. Er hat 1, 2, 3, 4 Bildschirme. Die Webcam. Das ist eine Ducky. Ich liebe die, finde das so richtig toll. So einen habe ich zu Hause auch noch rumliegen. Die nehme ich, glaube ich, mal mit. Ja, schönes Setup. Leider wieder sehr dunkel, ne? Manga-Fan. Junge, er hat so eine ganze Manga-Wand. Das ist geil. Einfach so eine ganze Manga-Wand. Hier auch noch so ein... Ist das Nier-Poster? Zwei Bildschirme. Großes Mauspad, kleine Mini-Tastatur, fresh. Ja, kennt man leider nicht mehr ganz so viel. 7 von 10 wegen Anime. Oh mein Gott, Ligma Toast hat wieder was eingesendet. 3 Minuten Gratis-Content von ihm gesneakt. The following is an MTV Crit. Romata hat uns ja gebeten, unsere Setups einzureichen. Und deshalb führe ich euch einfach mal rum. Hier kann man schon mal meinen PC und meine Grafikkarte sehen. 3, 2, 1, Titan Holo! 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 Titan Holo
So, das reicht. Ich wollte nur dein scheiß Setup sehen. Mich interessiert der Rest von dem Video gar nicht. Ein Bildschirm, zwei Bildschirme, drei Bildschirme, kleine Tastatur von Logitech, auch eine Maus von Logitech. PC halt, ne? Kennt man. Das ist solide. Wir müssen noch kurz stalken, was in seinem Schrank so drin ist. Old Spice Deo. AirPods? Altes Telefon? Einfach mal rum. Hier kann man schon mal meinen PC und meine Grafikkarte sehen. Ja, die Gardine ist schrecklich. Oh, jetzt zeige ich euch noch kurz meinen Balkon. Mhm. Besonders in Sommernächten ist es hier echt chillig. Ich kann das nicht. Junge, jetzt chillt einfach mit Alexander Markus. Papaya, Papaya. Wow, Psychose. Dann geht's jetzt hier in mein Schlafzimmer. Shit in Bett. Hat Jugendherberge-Vibes. Was ist denn das für eine Müllwohnung? Lass den armen Mann in Ruhe, okay? Jetzt gibt's hier noch eine kurze Analyse meiner Chitarino-Tabs. Ich sehe hier schon mal einen großen Fehler. Das ist nämlich Revin-Zeit. Ja, das war's auch schon mit der Rooptour. Allerdings, weil ich dafür $1 gezahlt habe und noch 36.000 freie Zeichen hab. Jetzt halt jetzt noch Rumata etwas. Hey, hey! Da hat er also wieder zugeschlagen. Mein absoluter Lieblingschatter hier bei mir im Stream, Ligmatos. Ligmatos, danke für deine krasse Einsendung hier an der Stelle mal wieder. Ich bin dir sehr, sehr dankbar. Hier, oh, Apple, Fanboy. Irgendwie eine Wandbemalung oder Wandteppich oder irgendwie so. Müll, ohne Ablage für die Füße, chillig. Zwei Bildschirme, einer hochkant, einer quer. Ist, glaube ich, auch ein NZXT-Rechner, ne? Fresh, clean. Der Stuhl sieht sehr bequem aus tatsächlich. Jetzt haben wir noch ein Video von Mittelblut. Schrank, noch ein Schrank, ein paar Zeugsdruck. Sofa. Extrem unbequem. A home without a cat is just a house. Egal. Philosophisch. Mit Sachen drauf. Oha! Er hat einfach Unterschrift vom echten Papa Platte und echten Rätsmann. Xbox, Verstärker für diese geilen Boxen hier. Boah. Gammeliges Essen. Gammeliges McDonalds Essen. Süß. Cute. Kleinen, aber feinen Bildschirm. Hier wird gerade die NASA gehackt, ich habe einen Stream geschaut, mein Arbeitsrechner. Ey, er ist auch der Mann, der das Bingo gemacht hat, ne? Und dann nochmal mein PC. Das ist cool, dieses Infinity-Ding da vorne, ne? Das sieht irgendwie lässig aus. Das sieht sehr klein, aber sehr clean aus. Erstmal Jutsu Kaisen, Dragon Ball und One Piece. Fresh, gibt Bonuspunkte. Auch ein NZXT-Rechner. Junge, er hat sogar eine Figur in seinen Rechner reingestellt. Ist das legal? Drei Controller, auch sehr clean. So, zum Schluss zeige ich euch nochmal kurz mein Setup, wie mein Setup gerade aussieht. Müll, Müll, Müll. Rat der Bestrafung. Mehr Müll, 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 Müll. Seven vs. Wild Shit, Müll. Wie findet ihr mein Setup und wie ich hier so lebe? Ist gemütlich. Um mich rum ist es noch gemütlich, tatsächlich. An der Stelle. Vielen Dank fürs Einsenden an all eure Setups, die ihr mir geschickt habt. Mein Cutter macht jetzt hier so eine AI-Stimme drüber. Da, was wir als nächstes machen, was ihr mir senden könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like-Abo da. Vielen Dank für die Einsendung eurer Setups. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Haut rein. Mit so einem Setup kann man zocken. Also das finde ich dann schon zu hardcore, muss ich sagen. Rechts das Kabel.